Also erstmal kann man sagen, dass wir, glaube ich, heute gegen die beste Mannschaft der Liga gespielt haben. Und unser Ziel war es ganz klar, was mitzunehmen. Dass wir dann so lange 1-0 führen, ist überragend. Aber Paas hat schon stark gespielt. Und es ist dann unglücklich, dass wir das Tor noch kassieren. Aber Kompliment an die Mannschaft, wir haben alles reingehauen. Es war überragend, auch wie wir uns, jeder hatte Krämpfe, glaube ich, auf dem Platz. Egal, wo ich geguckt habe, wir hatten alle Krämpfe. Aber wir haben uns gewehrt, wir wollten unangenehm sein heute und das haben wir geschafft. Oh, ich glaube, wir haben auch schon in der ersten Halbzeit das gut gemacht. Ich glaube, Lang hat das gemacht, was sie sehr gut machen können, nämlich gut verteidigen, kompakt stehen. Wir haben es auch gut gemacht, was wir können, über ein Kurzpassspiel unser Spiel aufziehen. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keine großen Unterschiede zwischen der ersten und zweiten Halbzeit gesehen, bis auf Tatsache, dass natürlich Lang in der zweiten Halbzeit dann ein bisschen die Luft halt ausgegangen ist. Dadurch gab es ein bisschen mehr Räume für uns, aber ich fand auch, wir haben es in der ersten Halbzeit nicht schlecht gemacht. Also war okay. Ich meine, so ein Spiel steht und fällt halt auch mit der Chancenauswertung, die man hat. Ich glaube, wir haben eine Vierfachchance. Aus 2 Metern schießen wir auf der Linie jemanden ab, dann nochmal und nochmal und dann übers Tor. Ich glaube, wenn wir 1-0 in Führung gehen, ist ein bisschen anderes Spiel, aber das ist, ich denke, das Ergebnis ist absolut in Ordnung. Die Langen haben sich den Punkt mehr als redlich verdient. Wie gesagt, wir hatten im Hinspiel auch schon Glück gegen die 4 Punkte aus den 2 Spielen. Ist, denke ich, absolut in Ordnung für uns. Der Schlüssel war, zu dem Punktgewinn war auf jeden Fall, dass wir kompakt stehen, dass wir unangenehm sind, dass wir die Räume eng machen, dass wir immer doppeln und die Mentalität war überragend heute, was wir auf dem Platz gezeigt haben. Gegen eine Top-Mannschaft, wie ich schon gesagt habe, die beste Mannschaft der Liga, glaube ich. Ja, bis dahin ist ja noch ein weiter Weg, aber wir haben jetzt, wie du schon sagst, wir sind ungeschlagen, aber wir haben auch bisher das nötige Spielglück in einigen Spielen gehabt, was wir letzte Saison zum Beispiel nicht hatten. Deswegen denke ich, es ist ein bisschen zu früh, um über Aufstieg zu reden. Wir müssen jetzt mal gucken, erstmal in der Liga uns etablieren, aber ich bin schon sehr, sehr zufrieden mit dem Auftritt der Mannschaft. Auch heute, du liegst hier 1-0 zurück und kommst zurück, dominierst das Spiel, machst ein 1-1, hast dann nochmal Chancen. Also im Grunde bin ich mit der Mentalität der Mannschaft sehr zufrieden, ja. Wenn man jetzt immer sieht, gegen wen wir gespielt haben, wir haben nur gegen Mannschaften von oben gespielt. Und da haben wir eine gute Punktausbeute gemacht, wir haben gute Leistung gezeigt. Und jetzt die nächsten Wochen kommen Mannschaften, direkte Gegner aus der Tabelle. Und da wollen wir uns wieder beweisen und wieder unangenehm sein für diese Mannschaften. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.